Das habe ich ja auch erst vor 1, 2 Jahren angefangen zu bedenken, dass es ist ja nicht nur so, dass du, wenn du jetzt mit einem 14-Jährigen tauschen würdest, verlierst du auch alles, mit dem du aufgewachsen bist, ja. Und das ist das, was ich mega erschreckend finde und was mich letzten Endes, was auch mit ein Hauptgrund ist, wieso ich einfach stolz mittlerweile sogar bin, so alt sein zu dürfen, weil ich bin mit dem guten Scheiß aufgewachsen, ja. Wir hatten die Digimons, die Yu-Gi-Ohs, die Detektiv Conans, wir hatten die PlayStation 1 Spiele, wir hatten noch diese geilen MTV und Viva Sendungen, ne? Dave Chappelle, South Park um 0 Uhr, Giga Games und so weiter, die Gummibärenbande und wie sie alle heißen, ja, das sind das und das ist so mega gruselig. Das sind Geschichten, die werden die Leute, die jetzt halt deutlich jünger sind, die werden das nicht erleben. Ja. Und das ist halt, es ist auch, da geht pädagogisch sehr, sehr viel verloren, weil mag mir nicht ausmalen, wie das so ist, wenn man sich wirklich mit dem aktuellen Kram heute so beschäftigt. Mir hat es schon gereicht, wenn ich da wirklich alle paar Monate aus Versehen mal über Super RTL oder so gestolpert bin. Da habe ich dann beispielsweise diese hässlichen 3D-animierten Turtles oder so gesehen, ja. Und ich hab ja damals als Kind so diese gezeichneten gesehen und so. Das ist ja. Ich vermute auch, dass da auch mittlerweile sehr, sehr viel indoktrinierter Scheiß drin ist, dass wahrscheinlich in sehr, sehr vielen Trickfilmen politisch, gendermäßig und so weiter, im Allgemeinen kulturmarxistisch sehr, sehr viel passiert und ne, du hast auf der einen Seite den Scheiß und auf der anderen Seite diese ganzen Animes, die wir hatten. Es geht ja nicht nur darum, dass wir den freien Zugang hatten, sondern die sind ja auch pädagogisch wertvoll, ja. Da ging es ja auch immer um Loyalität, um Freundschaft, um Liebe und so weiter. Auch bei den Spielen, ja, das hat einen ja auch geprägt, dass man halt, man wurde ja auch inspiriert gewissermaßen von den Son Gokus, von den Digimons und deren Digitation, ne? Man hat ja dann schon irgendwie dann durch diese Gruppen auch so dieses Bedürfnis und den Drang bekommen, so, okay, ich will auch in Zukunft diese Freundschaften haben, ich will auch quasi gewissermaßen in Zukunft digitieren und zum Super Saiyajin werden und so weiter. Und das fehlt den Leuten heute total. Ja. Und das ist mega gruselig einfach. Und das ist halt so der Punkt, dass ich dann, dass ich auch realisiere, das habe ich aber auch schon vor 1, 2 Jahren beispielsweise in meinem Spyro 2 Let's Play gesagt, dass ich begreife, dass es nicht nur um einen selber geht, sondern dass wir alle in unserer Generation so kollektiv dass uns etwas verbindet, was wir damals noch nicht wussten, dass es uns verbinden wird, weil wir halt Kinder waren und jetzt habt ihr vielleicht schon mal ähnliche Gedanken gehabt, dass uns, was ich alles gerade aufgezählt habe, die Animes, die Spiele und so weiter, dass das eine Gemeinsamkeit ist, die wir haben, die wir in unserer Generation haben, die kein anderer verstehen wird, weil sie halt nicht mit diesem Zeug aufgewachsen sind und dass wir dann auch gewissermaßen verpflichtet sind schon fast diese Erfahrungen in unseren Herzen zu tragen und andere Leute darauf aufmerksam zu machen, ja. Mal zu sagen, hey, guck mal, ich habe damals als Kind habe ich das und das geschaut und das gefällt dir vielleicht und so weiter, ja. So ist das natürlich auch mit Musik, da habe ich jetzt gar nicht darüber geredet, ne? So als 90er-Kind und so, die gute Techno-Musik und so oder der ein oder andere. Also ich bin auch wegen meinem Bruder, bin ich auch so ein bisschen mit Sido und Bushido aufgewachsen und so. Das ist ja der Rap von damals ist ja auch. Also ich bin jetzt kein Ultra-Rap-Fan, aber ich würde auch schon sagen, dass der Deutsch-Rap auch damals deutlich besser, cooler einfach war, ja. Und dass das heutzutage, was
die da sehen, auch eine absolute Blamage ist, dass die Animes, die Musik, die Spiele, aber das Problem ist, die wissen das nicht. Die wissen das nicht und die weigern sich auch, sich das anzuschauen. Ja, wenn sich heutzutage so ein 10-jähriger PS5-verseuchter Bastard sich so ein PlayStation-1-Spiel anschaut oder so, der ist ja so grafikverseucht, das geht einfach gar nicht. Können die Spiele noch so schön gewesen sein von damals, der wird sich einfach weigern, weil es halt einfach für ihn hässlich aussieht, ja. Weil er diese Ästhetik nicht verstehen kann und er kann es auch nicht verstehen, wie das so ist, wenn man einfach tatsächlich nicht mit einem Smartphone auf die Welt gekommen ist. Auch ein wichtiger Punkt einfach. Ja, wir wissen doch, wie das so ist, wenn man sich tatsächlich richtig trifft oder wenn man sich mal einen fucking Brief schreibt oder so. Ne, es gibt so viele Aspekte, die dann halt mit einfließen. Es geht nicht darum, dass, okay, du bist jetzt älter geworden und irgendwann bist du zu alt und verstehst die Welt nicht, sondern du hast etwas erlebt und du trägst diese Geschichte mit dir rum und das verbindet dich mit anderen oder trennt dich auch von anderen. Habe ich ja gerade ge erzählt. Sorry, dass ich mich hier wieder wiederhole und so weiter. Aber ja, also nochmal, was ich zusammenfassend sagen möchte, ist, dass ich habe was und es ist einzigartig und es haben nur Leute in meiner Generation diese ganzen Serien, Filme, Musik, das ist das, was mir keiner nehmen kann. Es ist was Persönliches, Intimes einfach. Und man hat es und weiß, dass Leute, die deutlich jünger sind, die werden das nie haben, die werden das nie verstehen können. Und du wusstest das aber. Und du hast diese Sachen und du stirbst mit diesen Sachen. Also, ne, es ist ja heutzutage. Wie oft wird denn wirklich intensiv von deinem Lieblingsspiel oder deinem Lieblingsanime XY gesprochen? Also natürlich von deinen Generationen, von Leuten, die in deinem Alter sind, aber wann erlebst du mal, dass sich so ein 12-Jähriger hinstellt und sagt, oh, ich spiele heute das Original Resident Evil oder so, ne, beispielsweise, haben ja so viele dann Final Fantasy VII das Remake gespielt und ich dachte mir dann auch so die ganze Zeit, ja, aber hast du nicht mal Bock, dir das Original irgendwie anzuschauen und ne, das machen die aber nicht und das ist dann so traurig, vor allem bei den ganzen Remakes, weil ne, du kennst ja die Originale und die Remakes sind ja, oder Re ja, Remakes in erster Linie, nicht die Remasters. Die sind ja dann auch nicht immer schön gemacht, ja. Und dann, oder ein Igel von mir beispielsweise, gut, die muss man aber dazu sagen, die war nur 2, 2,5 Jahre jünger als ich, aber ihr erstes Final Fantasy war Final Fantasy 15. Und wir hatten da keinen Kontakt mehr. Also die hatte Livestream gemacht und ich hatte das dann so gehört und ich dachte mir nur so, boah, Mädel. Ja, das ist jetzt wirklich, da weißt du, du kennst einfach die guten Final Fantasies, aber die sind halt dann von 97, 98, 99 und so. Und dann fängt die dann 2016, 17, 18, fängt die dann mit Final Fantasy 15 an. Und war dann auch nicht so begeistert. Und dann sitzt du halt da und du denkst dir dann so, ja, weil du, weißt du, dann da. Die haben dann aber auch keine Lust. Die haben dann auch keine Lust, sich wirklich dann mit der Historie zu beschäftigen, ja. Das ist dann alles so traurig. Du weißt, was ich sagen will, ist, du weißt, wie die Welt mal war. Man ist in dem Alter, wo man eine Welt im Kopf hat, die nicht mehr da ist. Meine Mutter hat auch so oft davon erzählt, wie sie hier und guck mal da sind wir, also da, wo jetzt überall Häuser sind, da waren damals Wiesen und da sind wir über die Felder gelaufen und so kennt man ja, ne, dass dann in der eigenen Umgebung Bäume abgeholzt werden und Sachen gebaut werden und so. Man erkennt sein eigenes Umfeld einfach nicht mehr wieder und du hast das aber in deinem Kopf und es ist aber so schwer, das dann vor allem den jüngeren Generationen so mitzuteilen,
wie das mal war, weil die waren da nicht auf der Welt. Ja, man hat jetzt mit Leuten zu tun, die du hast ein Alter erreicht, wo du immer mehr, umso älter du wirst, umso mehr Leute triffst du, die gar nicht so lange auf der Welt sind wie du. Und versuch denen mal dann zu erklären, wie das Leben so war, ja? Versteht ihr? Das ist, es ist alles, das ist so der eigentliche Kampf, glaube ich. So dieses, dieses Tragen. Es ist ein Fluch und ein Segen zugleich. Diese eigene Welt, aus der man kommt. Dass man sich daran erinnert, dass man aber sich auch nicht verliert in den Erinnerungen, dass man es irgendwie mit sich trägt und sich einfach darüber freut, dass man, wie gesagt, dass unsere Generation ihre Macken haben, ihre Stärken und Schwächen und so und ja, dann, dass man dann natürlich dann, ja, dementsprechend mit Leuten interagiert, die dann so in deinem Alter sind, schätzungsweise, ne? Ja, wobei Ältere können das wahrscheinlich auch, über welche Leute reden wir? Also ich habe ja auch den einen oder anderen Abonnenten, der 40, Anfang, Mitte 40 ist, also das geht auch noch, aber dann wird es schon schwierig, wenn du nach oben gehst oder wenn du dann, wie gesagt, sage ich mal, 20 und abwärts gehst oder irgendwie sowas, ja, da merkst du dann schon, schwierig einfach, ne? Schwierig. Ja, das ist so das Ding. Also, ja, und wie gesagt, die Welt hätte sich ja nicht so entwickeln müssen. Also sagen wir mal so, wenn die Welt immer noch so cool wäre wie, ja, am Anfang der 2000er oder so, dann würde ich mich jetzt schon hinstellen und sagen, ah, ich wünschte, ich würde jetzt nochmal 14 sein und so, weil, ne, du, ich dachte früher, dass immer dasselbe ist. Also wir erleben immer mehr Fortschritt, aber umso älter du wirst, umso weniger Zeit hast du, den Fortschritt einsetzen zu können. Natürlich wäre man dann gerne wieder jünger, aber heutzutage wärst du dann auf einer Schule mit 80% Ausländern, die dich dann potenziell mobben und abstechen, so als Deutscher. Oder stellt euch mal vor, ihr wärt während der Plandemiezeit hätte zur Schule gehen müssen und so, ne, so ganz, ganz gruselige Geschichten einfach. Und da bin ich dann halt froh, dass es nicht passiert ist. Also ich bin sehr, sehr froh über meinen Jahrgang, über meine Zeit einfach. Und ja, ich denke, dass, also es geht nur noch bergab. Welttechnisch, das aber nicht erst seit gestern. Und ja, all diese Befürchtungen, die ich hatte, die sind nicht da und es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich, also sage ich mir, ich habe ja jetzt schon die letzten Jahre diese Tage gehabt, wo ich mir dachte, okay, wenn ich jetzt verrecken würde, ich habe schon alles gesehen. Also das, was wir da jetzt noch kriegen, ich meine, das mit der künstlichen Intelligenz, dass man andere Stimmen nachahmen kann und sich dadurch dann lustige Sketches und so weiter machen kann, das ist ja alles sehr interessant, aber auch gleichzeitig super erschreckend einfach und ne, wie gesagt, der Gaming-Bereich ist tot. Also die Indie-Sachen sind natürlich toll, aber der Mainstream-Bereich ist tot. Die ganzen Lieblingsserien, die man hatte, wie Final Fantasy, die sind auch schon lange tot. Ne, das ist alles, ja. Das ist alles nicht mehr so lustig irgendwie, ja. Und, naja, es gibt noch einige Sachen, die sich gehalten haben, wie beispielsweise Detektiv Conan und One Piece, Dragon Ball Super ist nichts für mich, das zu viel Rumgealber und dieses Ganze, das ist einfach zu absurd, was die da gemacht haben. Aber ja, man hat ja, denke ich mal, vor allem so als Gamer, man hat ja nicht jedes PlayStation-1-Spiel gespielt. Und das ist so das Schöne, dass du dich dann immer wieder so in die Zeit versetzen kannst und so. Ja. Also, es ist nicht so schlimm, wie ich vermutet habe. Und
Ich fühle mich jetzt nicht wirklich anders, ne? Also von daher, es ist halt wie gesagt scheiße auf dem Blatt Papier, wenn dich jemand fragt und du diese immer größer werdende Zahl nennen musst, aber ansonsten, man hört ja jetzt keinen stimmlichen Unterschied oder so. Ne, das ist wie von dem Moment von 17 zu 18, wo du dann auf einmal trinken darfst und uneingeschränkt Auto fahren darfst und so weiter. Ne, dieser magische Moment und so, dachte ich die ganze Zeit auch, scheiße, in dem Moment, wo ich 30 bin, dann bin ich alt und faltig und behindert, und es hat ja nicht stattgefunden. Und deswegen, habe ich da jetzt keine großartige Angst, da jetzt irgendwie, was das Alter angeht, da in Richtung, dass ich da irgendwie abdrifte oder so, oder dass ich jetzt das Bedürfnis habe, mein Alter zu verstecken. Gibt's ja auch Leute, ne? Da gibt's so einen richtig unbeliebten Fighting-Streamer im englischen Bereich, der nennt sich LTG, der ist, glaube ich, der müsste jetzt 41 oder so sein, und der tut immer noch so, als wäre er 30 oder so. Nee, es ist ja einfach so, ich bin ja, wie gesagt, stolz drauf, so, auf meinen Jahrgang einfach, und deswegen, jeder, der nach uns gekommen ist, ist einfach behindert. Und ich denke, das ist nicht nur eine subjektive. Es gibt natürlich gibt es so einzelne Ausnahmen. Beispielsweise gibt es ja diese eine Aufklärerin namens Naomi Seib. Ja gut, die ist jetzt 24, 25, ist es auch nicht so weit weg, ne? Aber ja, es gibt diese Einzelfälle, aber im Allgemeinen würde ich schon sagen, dass alles, was nach uns gekommen ist, ist behindert. Wir sind die letzte Generation. Wir sind aufgrund unseres Alters, wir sind jetzt zwischen den. Wir sind die Brücke zwischen den Alten und den Neuen. Wir haben, finde ich, schon so eine gewisse Verantwortung, was ich alles gerade gesagt habe, dass dann auch im besten Fall irgendwie diese die der 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 Botschafter, die Brücke einfach zu sein zwischen den Generationen. Und es ist eine Ehre, es ist eine Ehre, die letzte vernünftige, halbwegs vernünftige Generation gewesen sein zu dürfen, die tatsächlich noch ohne Smartphone aufgewachsen ist, die diesen ganzen technischen Fortschritt auf gesunde Art und Weise miterleben dürfte und auch noch die Möglichkeit hatte, sich uneingeschränkt, mehr oder weniger uneingeschränkt eine Meinung bilden zu können, die jetzt, ne, nicht jetzt, wir hatten jetzt nicht mit 8 Jahren, saßen nicht an unserem Handy und ne, wurden indoktriniert von irgendwelchen Influencern oder so. Wir konnten uns da auch mehr oder weniger lokal entfalten. Ja, ich drehe mich im Kreis. Sorry, dass ich mich wieder 100 Mal wieder wiederholt habe. Ich denke, es ist angekommen, was ich sagen wollte. Es ist schön. Es ist schön, es ist eine Ehre, und ich will mit niemandem tauschen. Ganz ehrlich. Ja. Ja.